Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Es ist jetzt gerade mal einen Monat her, seitdem das große Update mit Rathaus Level 11 und dem großen Wächter herausgekommen ist und schon steht wieder ein neues Update an. Ja, ihr habt richtig gehört, ein neues Update wurde heute von Anushka im offiziellen Supercell Forum angekündigt und ich sag euch natürlich, was alles kommen wird. Das Update wird relativ bald kommen, sagt Anushka. Ich tippe mal so ungefähr in einer Woche. Und es spricht das große Problem der Ressourcen an, das sich jetzt aber meiner Meinung nach wieder etwas gelegt hat, da ich immer mehr und mehr tote Bases wiederfinde und auch der Loot immer mehr steigt. Aber dennoch wird es ab sofort ein neues Sterne-Bonus-System geben. Ja, das haben sich die Spieler schon relativ lange gewünscht. Das Sterne-Bonus-System ist so aufgebaut, dass man pro Tag, wenn man 5 Sterne im Multiplayer gewinnt, bekommt man einen kleinen Ressourcen-Bonus dazu. Heißt, 5 Sterne gewinnen ist eigentlich relativ easy. Ich glaube, das dürfte jeder locker hinbekommen und er verdient sich dadurch auch noch einen super Ressourcen-Bonus. Das ist doch mal eine gute Idee. Außerdem wird ab sofort dieser Ressourcenbonus dann in die sogenannte Treasury, das heißt so ungefähr so viel wie Schatzkammer, gelagert. Das ist der sicherste Platz in der Clanburg und aus dieser Clanburg, aus der Schatzkammer, kann nur sehr, sehr wenig Prozent an Loot gestohlen werden. Heißt, wenn es da drin liegt, ist es sehr, sehr sicher und auch der ganze Kriegslootbonus kommt genau da rein und ist dann natürlich vor den Angreifern deutlich, deutlich besser geschützt, als wenn er jetzt in den Ressourcenlagern liegen würde. Deshalb, wenn ihr euren Bonus ab sofort bekommt, lasst ihn lieber in der Clanburg drin, denn da ist er deutlich besser aufgehoben. Genauso kommt da auch der Sternebonus hinein und zudem, als allerletztes und i-Tüpfelchen würde ich sagen, wird es ab sofort ein Lootcard geben. Ein Lootcard, fragt ihr euch vielleicht? Was ist ein Lootcard? Also ein Lootcard ist auf Deutsch sowas wie ein Lootwagen. Okay, das ist immer noch nicht Deutsch, aber Lootwagen halt. Und dieser Lootwagen enthält einen kleinen Teil der Ressourcen, die ihr in Verteidigungen verloren habt. Und dieses Lootcard ist eine Dekoration, genauso wie der Baum oder besser vorstellbar vielleicht wie so eine Gembox. Und nachdem ihr angegriffen wurdet, taucht irgendwann dieses Loot-Wägelchen auf und da ist ein bisschen von den Ressourcen drin, die ihr verloren habt. Das heißt nicht, dass der Angreifer irgendwie weniger Loot bekommt, aber ihr bekommt einfach einen kleinen Teil von diesem Loot wieder zurück. Und ich glaube, das dürfte dann für erfolgreiche und auch für nicht erfolgreiche Verteidigungen euch etwas entschädigen, wenn ihr etwas mehr Loot hier verliert. Das war's eigentlich so gut mit dem Update. Es wird natürlich noch weitere Changes geben, die noch nicht angekündigt wurden und außerdem noch ein paar Bugfixes. Und natürlich darf auch das Balancing nicht vergessen werden, denn auch in diesem Update wird da wieder etwas dran gedreht. Das war's wieder für dieses kleine, aber sehr feine Update, würde ich doch sagen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.